So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator und zu diesem immer noch recht neuen Format, in dem wir uns fertig Gaming-PCs von diversen Herstellern anschauen, in zumindest im Moment so einer Preisklasse um die 2100, 2200 Euro rum. Und falls ihr euch fragt, wieso machen wir das? Zum einen, damit ich, so wie ich das in den letzten Parts auch schon gerne gemacht habe, ein paar Fertig-PC-Hersteller kritisieren kann, aber zum anderen auch aus einem tatsächlich ganz guten Grund, nämlich einfach um so ein bisschen Gewissheit zu schaffen, welche Fertig-PC-Hersteller oder welche Fertig-PCs man grundsätzlich vielleicht empfehlen kann. Zum einen, falls man vielleicht selbst nicht in der Lage ist oder es einfach nicht tun möchte, sich einen PC selbst zusammenzustellen und zusammenzubauen, oder falls ihr Freunden oder Familie irgendwie einen PC empfehlen müsst, aber nicht genau wisst, was ihr eben den empfehlen wollen würdet, weil ihr nicht ihnen einen PC zusammenbauen und dann euch um ihre Hardware-Probleme kümmern möchtet. Das kann ich natürlich gut nachvollziehen und da sollte man dann schon schauen, dass man ja vielleicht nicht den letzten Müll einem hinstellt. Genau darum wollen wir uns in diesem Format kümmern und nachdem wir uns in den letzten zwei Parts hier schon sehr schön ausgelassen haben über Megaport und die PC Games Hardware bzw. Alternate, haben wir heute One.de am Start. Mal schauen, ob die das Ganze besser machen. Aus den letzten zwei Videos kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Bisher war Megaport am besten, auch wenn ich sagen muss, ich bin immer noch nicht zufrieden. Also ich würde den PC nicht grundsätzlich empfehlen, aber er war halt durchaus besser als der von Alternate. Wie gesagt, mal schauen, ob One.de das hier mit dem sogenannten One Gaming PC Puma besser hinbekommt. Interessanterweise haben wir hier auch wieder so eine Kollaboration am Start, wie zwischen Alternate und der PC Games Hardware. Nur in dem Fall arbeitet One.de mit der Computerbild zusammen. Das heißt, falls dieser PC kacke ist, kann ich mich direkt bei zwei Fraktionen beschweren. Das macht es natürlich nochmal sehr viel spannender hier. Ich möchte es an der Stelle auch nochmal gesagt haben, wir sind hier bei einem PC, der 2300 Euro kostet, also ein bisschen mehr als die PCs in den letzten Parts und auch mehr als in den PCs in den nächsten Parts. Ich fand einfach den hier interessant, weil ne, direkt One.de und die Computerbild zusammen, das finde ich halt einfach nochmal ein bisschen spannender, weil zumindest versuche ich mir auszumalen, dass die Computerbild auch was mit der Konfiguration zu tun hatte und deswegen wäre das dann schon recht interessant zu sehen, was letztendlich so dabei rausgekommen ist und ob das Ganze besser geworden ist, als was wir in den letzten Parts so hatten. Das wollen wir einfach jetzt mal uns heute anschauen. Wir beginnen natürlich hier wie immer mit dem Case und ich sage es direkt auch schon mal, auch wenn wir beim Case hier nicht den Fall haben, werden wir bei diesem PC einiges an Hardware auch wieder austauschen müssen. Das war schon in allen anderen PC-Formate hier bei PC Building Simulator so. Ist nun mal einfach so, es gibt nicht alles im Spiel, aber ich gebe trotzdem mein Bestes und gerade in diesem Format ist es mir wichtig, möglichst, wenn wir was austauschen müssen, ist entweder durch was Besseres oder Gleichwertiges auszutauschen. Könnt ihr auch gerne nachschauen. Ich verlinke immer die Konfiguration, die ich hier mache, in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Einfach nur, damit ihr sehen könnt, was ich so genommen habe, wieso und vielleicht auch wie da so die Preisentwicklung ist. Vielleicht interessieren euch ja ein paar dieser Konfigurationen selbst. Aber machen wir jetzt hier einfach mal weiter und werden das Case nehmen, was mal wieder ein Be Quiet Silent Base ist. Letztes Mal, nicht Silent, sondern Pure Base. Hier, Pure Base 500. Letztes Mal hatten wir das auch schon am Start. Hier drüben steht es noch. Da war das aber eigentlich erst als Ersatz gemeint für ein Shakun M25 hieß es, glaube ich. Auch ein schallgedämmtes Case mit schlechtem Airflow. Heute haben wir tatsächlich einen Pure Base 500 in diesem Bild. Ich bleibe bei meinen Kritikpunkten. Es ist kein Case, was ich zwingend empfehlen würde. Es hat keinen guten Airflow. Gerade bei High-End-Hardware, die dann doch eine Menge Abwärme hat, würde ich es eher nicht empfehlen wollen, weil man dann vielleicht halt auch nochmal 5 Grad mehr oder im Zweifelsfall sogar ein bisschen mehr, wenn das Case am Zustauben ist, hier hat als bei einem zum Beispiel ganz guten Case wie einem
was weiß ich, Fractal. Bei einem Fractal Design Meshify C oder Meshify 2 mit ein paar extra Lüftern vielleicht. Oder bei vergleichbaren Cases, die auch Mesh-Panels haben, da hat man meistens ein bisschen besseren Airflow drin. Trotzdem muss ich respektieren, wenigstens hat man hier nicht am Case sonst gespart, wie bei dem PC von Alternate, wo man dann nur ein günstiges Shakun-Case genommen hat. Bei Be Quiet kriegt man doch nochmal ein bisschen mehr Qualität und wenigstens haben wir auch ein Seitenfenster. Auch das gibt bei mir grundsätzlich Pluspunkte, auch wenn es nicht irgendwie mehr Performance bringt. Ist einfach immer ganz schick zu sehen, wie ich finde. Deswegen sind wir damit erstmal echt glücklich. Weitermachen wir an der Stelle natürlich trotzdem mit dem Mainboard. Das ist eigentlich ein Asus B550M Gaming Plus Wi-Fi. Wir werden aber an der Stelle ausweichen auf ein MSI-Board, nämlich das MSI B550M Mortar Wi-Fi. Denn, wie gesagt, das Asus-Board ist hier tatsächlich nicht im Spiel. Die wichtigste Komponente zumindest für die meisten dieser Fertig-PC-Hersteller ist bei solchen Boards tatsächlich, dass sie WLAN und Bluetooth haben. Ich bin der Meinung, WLAN sollte eigentlich nicht so wichtig sein, wenn es als Gaming-PC verkauft wird, aber ich weiß, genug Leute verwenden trotzdem WLAN für Gaming. Es sei ihnen vergeben, würde ich an der Stelle einfach mal behaupten, aber eigentlich sollte es jetzt nicht so ein wichtiger Punkt bei der Sache sein. Trotzdem verbauen es alle und sind immer ganz stolz drauf. Weiter geht's an der Stelle mit der CPU. Das ist wieder mal ein AMD Ryzen 5 5600X. Da kann ich grundsätzlich eigentlich keine Kritik abliefern, außer dass meiner Meinung nach mehr als ein 5600X in dieser Preisklasse drin sein müsste, wenn nicht momentan Grafikkarten so unglaublich teuer wären. Aber dazu kommen wir noch. Vielleicht wäre es bei diesem PC sogar reingegangen. Und es ist doch gar nicht so sehr ein Problem mit der Grafikkarte. Das werden wir gleich noch sehen. Ja, damit habe ich so ein bisschen Foreshadowing betrieben. Aber hey, ihr seid mir dafür bestimmt nicht böse. Weiter geht's auf jeden Fall an der Stelle mal wieder mit dem RAM. Und da bin ich immer noch der Meinung, ich mag es nicht, wenn Performance auf den Tisch gelassen wird. Und das haben sie an der Stelle wieder mal gemacht. Wir haben wieder mal nur 3200 MHz RAM. Damit lässt man einfach diese 2, 3, 4, 5% bei AMD Ryzen 5000er CPUs auf dem Tisch liegen, die man einfach für 3, 4 Euro haben könnte. Und das ist halt einfach nur super schade. Setzen irgendwie alle auf 3200 MHz. Ich meine, es ist ein Fortschritt. Vor nicht allzu lang waren wir noch da an dem Punkt, dass man oft noch gesehen hat, dass noch nicht mal 3000 MHz RAM verbaut wurde. Aber gerade seit Ryzen ist es halt sehr viel wichtiger geworden, dass man ein bisschen schnelleren RAM in einem System hat, weil man auch bei der CPU-Performance einen größeren Unterschied sieht. Und genau deswegen wäre es mir eigentlich super wichtig, dass wir 3600 MHz RAM sehr viel öfter sehen. Allerdings, wie gesagt, scheint das die wenigsten Fertig-PC-Hersteller zu jucken. Deswegen bleiben wir tatsächlich bei, ja, 3200 momentan. Und werden an der Stelle den RAM einbauen, der am besten vergleichbar ist mit dem, der in dem System ist. Da ist mir auch aufgefallen, relativ viele von diesen Fertig-PC-Herstellern nutzen tatsächlich einfach nur ganz, ganz simplen Corsair Vengeance LPX. Ein relativ gutes Äquivalent dazu ist hier der Patriot Viper Steel Series. Das ist das Beste, was wir hier im Spiel hinbekommen, weil es leider kein Corsair Vengeance LPX gibt. Vielleicht kommt es noch, ich würde es mir eigentlich wünschen, weil der dann doch recht häufig verwendet wird in Real-Life-Builds, aber naja, ich bin halt auch nur in der Lage zu hoffen, mehr kann ich auch nicht tun. Trotzdem haben wir hier ja, mal wieder eine ganz interessante Sache, und zwar haben wir in dem Fall auch nochmal eine M2 verbaut. Allerdings ist das halt wirklich das Minimum vom Minimum, was wir hier wirklich tun könnten. Wir haben nämlich tatsächlich diese sehr, sehr günstige Gigabyte SSD, die wir auch eine Zeit lang in dem Story-Modus von PC Building Simulator verwendet haben, in diesem System verbaut. Beziehungsweise etwas, was zumindest performance-technisch so funktioniert, denn genau spezifiziert hat es leider OneDE nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es hier diese gute alte Gigabyte SSD einfach nur ist, die Gigabyte SSD auch nur heißt.
In 512 GB Variante, sie ist halt wirklich das Minimum von Geschwindigkeit, was man nur bekommen kann. Wir haben nicht mal 2000 MB pro Sekunde Lese- oder Schreibrate, also bei beidem kommt sie da nicht ran. Das ist halt wirklich recht langsam für M2s, aber ist es halt ein Kompromiss, den man da an der Stelle eingeht. Viel, viel schlimmer finde ich es an der Stelle schon fast, dass das halt auch das einzige Speichermedium ist. Also bekommt man nicht nur recht langsamen Speicher, zumindest für M2-Verhältnisse, sogar im Vergleich zu den anderen Builds, die wir uns bisher angeschaut haben, so eine NV1 von Kingston ist dann doch nochmal ein bisschen schneller als das, was wir hier sehen. Also wäre ganz cool gewesen, wenn wir da vielleicht dann wenigstens ein Upgrade auf 1 TB bekommen hätten, aber nope, haben wir nicht. Und wir haben auch keine HDD, das heißt, wir haben noch nicht mal irgendwie, was weiß ich, noch 1 TB 2 für den Fall, dass man, was weiß ich, Call of Duty Warzone spielt und dann einfach schon mal die Hälfte der Festplatte hier in dem Fall voll ist, weil, wie wir alle wissen, so eine 512 GB Festplatte davon sind, wenn ihr den PC tatsächlich startet und Windows drauf installiert ist, davon sind dann vielleicht nur noch 450 GB übrig. Mit Call of Duty Warzone sind es dann nur noch 250 bis 200. Und dann tut er noch, was weiß ich, von mir aus GTA 5 drauf und noch Battlefield und dann ist diese Platte voll. Oder sehr nah daran, komplett voll zu sein. Also ist es halt sehr kritisch. Ohne, dass ihr noch irgendwelche anderen Programme oder so drauf habt oder was weiß ich, Musik, irgendwas halt. Das ist dann doch recht schnell voll, so 512 GB. Deswegen ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man an der Stelle meiner Meinung nach ernst nehmen sollte. Weiter geht's an der Stelle dann tatsächlich mit der Kühlung. Und das ist gar nicht so super genau spezifiziert bei den meisten PC-Herstellern. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie hier tatsächlich was angegeben haben. Und zwar ist das ein EKL Alpenföhn Ben Nevis. Und zwar haben wir den leider nicht im Spiel, aber wir haben einfach eine relativ gute Alternative an der Stelle gefunden mit einem Be Quiet CPU-Kühler, nämlich dem Be Quiet PureRock Slim. Ist halt auch wirklich nur ein minimales Upgrade von einem, ja sagen wir mal, Stock-Kühler. Also ist es kein großes Upgrade, man schafft es aber damit auf jeden Fall leiser zu laufen oder ein klein wenig mehr zu übertakten im Zweifelsfall. Wir alle wissen, diese Systeme kommen nicht übertaktet, aber wir können dann zumindest schon mal froh sein. So super laut wird es auf jeden Fall nicht sein. Zumindest nicht der Kühlung der CPU geschuldet. Bei anderen Punkten können wir natürlich noch, ne, da kann sich noch ein bisschen was ändern, aber kleiner Spoiler, was das angeht, ist dieses System ganz okay. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und ich muss sagen, also nicht alle PCs, die ich mir bisher angeschaut habe von solchen PC-Shops, haben es hier reingeschafft, weil manche lassen sich halt einfach viel zu schlecht hier drin nachbauen. Aber ich sag mal so viel, in den nächsten Wochen kommt einiges an Kopfschmerzen auf euch zu an der Stelle. Was manche Hersteller sich trauen, ich bin überrascht. Aber mehr dazu in der Zukunft. Weiter geht's an der Stelle auf jeden Fall mit der Grafikkarte und das ist in dem Fall einfach nur eine RX 6800 XT von Asus. Genauer spezifiziert ist es nicht. Wir haben leider nur die MSI Custom Designs bzw. die, wenn man so will, Founders Edition. Ich weiß, Founders Edition ist nicht der Begriff, den AMD verwendet, aber ist mir egal. Deswegen werden wir tatsächlich hier die MSI RX 6800 XT einbauen. Und zwar einfach die man momentan tatsächlich kaufen kann. Das ist die Gaming X Trio. Wir müssen uns im Hinterkopf behalten. Meistens sind es eher immer die günstigsten Designs. Also ihr könnt eher davon ausgehen, dass die hier verbaut ist. Aber da es für die momentan gar keinen Preis gibt, werden wir die hier mal einbauen. Und einfach uns im Hinterkopf behalten, die kostet wahrscheinlich 100 Euro mehr. Mindestens als die Karte, die tatsächlich hier in diesem System verbaut ist. Aber damit hätten wir das dann auch schon mal geklärt. Damit kommen wir dann auch schon zum Netzteil. Und das ist ehrlich gesagt ein recht schwieriger Punkt an der Stelle.
Und zwar ist in diesem PC ein Netzteil verbaut, auf das ich leider nicht sehr stolz bin und wo auf jeden Fall bitte nachgebessert werden muss. Denn vorher kann ich von diesem PC eigentlich nur abraten, so gut die Konfiguration sonst auch sein möchte. Und ich habe mein Urteil dazu noch nicht gegeben, aber in diesem PC ist ein ganz gewisses Netzteil verbaut, was ein bisschen negativ vorbelastet ist, nämlich das Gigabyte P750GM oder das Gigabyte P750GM. Ich sag an der Stelle einfach mal so viel zu diesem Netzteil. Ist es dafür bekannt, dass es explodiert. Das sagt sehr, sehr viel. Und tatsächlich, abgesehen davon, ist es auch, kommt es auch sehr gut nicht weg bei Leuten, bei denen es nicht explodiert. Denn wenn man sich Rezensionen anschaut, selbst bei den Leuten, bei denen es nicht auf die Art und Weise kaputt geht, hört es teilweise einfach auf zu funktionieren. Oder ist super duper laut. Sprich, sobald dieses Netzteil in dem PC-Bild drin ist, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diesen PC besser nicht kauft. So viel sage ich dazu einfach mal. Ich habe euch hier vielleicht auch an der Stelle etwas eingeblendet. Und zwar gibt es dazu ein sehr super gutes Video von Gamers Nexus, was ihr euch gerne zu diesem Netzteil anschauen könnt. Es ist auf jeden Fall relativ interessant, weil es lässt so ein bisschen auch leider in Gigabytes Sturheiten Einblick erlauben uns. Denn die wissen, dass dieses Netzteil nicht gut ist, um es freundlich auszudrücken, und ein Feuerrisiko ist, um es ein bisschen realistischer auszudrücken, schon seit über einem Jahr. Und anstatt auch wenigstens nur zuzugeben, dass es der Fall ist, oder einen Rückruf zu starten, leugnen sie es seit über einem Jahr sehr aktiv. Und das geht halt überhaupt nicht. Das ist halt, ne, das ist halt unterste Schiene. Man kann ein schlechtes Produkt rausbringen, das ist eine Sache. Aber bei einem Netzteil, was möglicherweise anfängt, Feuer zu fangen, zu explodieren oder andere Komponenten im System mitzunehmen, wenn es kaputt geht, das ist halt potenziell gefährlich für dein Leben, wenn du dieses Netzteil verwendest. Also möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, falls irgendeiner von euch dieses Netzteil in eurem PC verwendet, bedeutet es nicht zwingend, dass ihr irgendeins dieser Probleme jemals haben werdet, denn man kann auch mal Glück haben bei so einem Produkt, aber ist es halt nachweislich, in dieser gesamten Netzteilserie von diesem P750GM und P850GM der Fall, dass dieses Netzteil zum Teil halt einfach in die Luft fliegt. Und das würde ich persönlich, falls ich es hätte, so schnell wie möglich loswerden wollen, dieses Netzteil. Und zwar nicht, indem ich es irgendjemandem verkaufe, sondern indem ich das, so schade ich es auch finde, auf einen Elektroschrott tue, weil ich niemandem antun will, dass ihm das passiert. Deswegen, so okay dieser Bild sonst auch sein mag, nein. Einfach nein. Nachbessern oder PC komplett rausnehmen. Gut, das soll es dann auch zum Netzteil gewesen sein. Ich möchte an der Stelle übrigens darauf hinweisen, es gibt das Gigabyte Aorus P750W beziehungsweise beziehungsweise AP57GM, wie da drauf steht. Das ist ein anderes Netzteil. Das kann man allerdings einbauen. Dieses Netzteil hier unterscheidet sich im Namen nur durch dieses A. Es ist aber ein gutes Netzteil wiederum, das grundsätzlich gute Reviews bekommen hat, tatsächlich auch nicht das Lüfterproblem hat, dass die so laut sind und auch kein potenzielles Feuerrisiko ist. Deswegen werden wir das an der Stelle einbauen.
ist es tatsächlich auch ein recht günstiges Netzteil. Vergleichsweise dafür, was es leistet. Also es ist kein super teures Netzteil, um es einfach nur mal so als Alternative an der Stelle anzubringen. Also, ne, Computerbild und, oh, das wollte ich nicht, und One.de. Falls ihr ein Netzteil sucht, was ihr stattdessen einbauen könnt, da, hier habt ihr eins. Bitte, nehmt das. Aber nicht das, was ihr bisher da drin habt. Denn das ist halt einfach, ja, ich habe das übrigens an der Stelle hier in dem Video wahrscheinlich eingeblendet, was damit so super Tolles passiert mit diesem Netzteil. Zum Teil, und das wirklich bei ganz normalen Tests meistens einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das zum Teil etwas damit zu tun, dass minderwertige Komponenten da drin verbaut sind und dass dieses Netzteil auf viel zu hoher Last in der Theorie laufen kann, aber es Probleme hat mit den Schutzschaltungen, die so ein Netzteil haben müsste oder hat, dass die da viel zu spät erst überhaupt was tun. Und stimmt, wir übertakten ja diese Systeme gar nicht großartig, das heißt, das können wir lassen, aber wir stellen auf jeden Fall trotzdem RGB-Beleuchtung ein. Ah, weißt du was, wir gucken uns auch mal die Idle-Temperaturen an, einfach damit wir sie haben. Und wir werden natürlich auch 3D-Mark laufen lassen, bei allen diesen Systemen wie immer. Wir haben hier drüben immer noch die zwei anderen stehen. Da können wir uns dann gleich auch nochmal anschauen, was die so für Punktzahlen erreicht haben. Aber dieser PC bekommt grundsätzlich von mir eine 6 und ist durchgefallen für das Netzteil. Sorry, aber so hart muss ich sein. Du kannst nicht hingehen und so ein Produkt auf den Markt werfen, was potenziell ein Risiko für deinen Käufer ist. Das kannst du einfach nicht bringen. Und meiner Meinung nach muss man als Verkäufer von solchen Produkten, also von Fertig-PCs, mindestens mal auf dem Schirm haben, was mit den Produkten, die man selbst in seinen PCs verbaut, so los ist. Also da zählt es für mich nicht als Ausrede, das wusste ich nicht. Aber sorry, du musst dich schon informieren, wenn du solche Komponenten effektiv an Leute weiterverkaufst, dann riskierst du nicht damit irgendwas bei dir selbst, sondern bei deinen Kunden. Und das geht halt überhaupt nicht. Gerade nicht bei sowas wie einem Netzteil. So, Temperaturen sehen wir hier, sind eigentlich ganz okay. Das war auch so ein bisschen eine Sache, wo ich ja schon eben drauf hingewiesen habe. Das ist ganz machbar bei diesem System. Wir werden noch mal kurz XMP anmachen. Bevor wir hier 3D mal... Ah, okay. Läuft sowieso auf 3200 Stock. Das ist ganz gut. Aber wie gesagt, 3600 MHz werden da trotzdem noch besser. Und währenddessen hier jetzt schon mal 3D mal läuft, kommen wir einfach mal zu dem Punkt mit dem Preis bei diesem PC. Wie gesagt, 2300 Euro momentan bei One.de. Tatsächlich mit Windows 10 Home direkt schon vorinstalliert und Bullguard Internet Security Bullshit, wie ich es gerne nenne. Aber das außer Acht gelassen, das zähle ich ehrlich gesagt schon fast eher als Minus, wenn sowas vorinstalliert ist. Aber wenigstens Windows 10 ist schon mal mit dabei. Und für 2300 Euro ist das tatsächlich in der Theorie nicht mal so weit über dem Preis, was zumindest die Konfiguration, die wir hier haben, einfach so für uns kosten würde, wenn man jetzt einfach hingehen würde und sich das Zeug alles einzeln bestellt. Wie gesagt, wir müssen im Hinterkopf behalten, diese ne, Fertig-PC-Hersteller kriegen meistens mit irgendwelchen Deals ein bisschen günstigere Preise ran. Gerade bei der Grafikkarte gehe ich nicht davon aus, dass die 1500 Euro im Einkaufswert gezahlt haben. Deswegen sei auch an der Stelle nochmal gesagt, wenn wir hier 1500 Euro runterrechnen, dann wissen wir alle, wenn das Endprodukt hier so 2180 Euro im Moment kostet und wir da 1500 Euro runterrechnen, dann ist das doch ein recht günstiger Bild. Also, da wurde schon sehr, sehr gespart an einigen Ecken. Wenigstens die CPU-Kühlung ist ganz gut. Wie gesagt, Netzteil ist 6 Sätzen leider. Selbst mit dem Netzteil, was ich hier jetzt eingebaut habe, sind wir schon um Welten besser dran. Das ist tatsächlich, wie gesagt, ein recht gutes Netzteil. Aber, ja, das kann ich einfach nicht tolerieren. Hier sehen wir auch nochmal, wie gesagt, Grafikkarte ist ein bisschen overpowered für dieses System eigentlich.
Aber ein 5600X kann potenziell, wenn man ihn übertaktet, durchaus auch noch okay sein, wenn man ihn mit sowas pairt, wie einer 6800 XT. Aber grundsätzlich würde ich da schon auf mehr CPU-Power gerne setzen. Und eigentlich kann das auch bei dem Preis drin sein, wenn wir jetzt mal die Grafikkartenpreise außer Acht lassen. Aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass die jetzt nicht so viel Geld dafür zahlen werden für die Grafikkarte. Die werden sie jetzt auch nicht für MSRP kriegen, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie weit über 1000, wenn überhaupt über 1000 Euro dafür zahlen werden. Deswegen, auch bei diesem System wird man natürlich ein bisschen abgezockt, momentan aber tatsächlich wahrscheinlich am wenigsten von allen Systemen, die wir bisher uns angeschaut haben. Das kann man so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf behalten. Auch One wird natürlich ganz sicher PCs am Start haben, bei denen man viel zu viel zahlt, aber der hier ist jetzt einfach mal ganz okay, was Preis-Leistung theoretisch angeht. Zumindest, wenn man sich die einzelnen Preise der Hardware anschaut. Wie gesagt, bei der Konfiguration zu wenig SSD-Speicher, Grafikkarte, CPU passt nicht so ganz. Wir haben zu langsamen RAM, wir haben beschissenes Netzteil. Netter kann ich das nicht sagen. Wir lassen das System sowieso ein bisschen wärmer laufen, als es müsste. Durch das Gehäuse ist aber wiederum ganz okay, weil wenigstens die CPU gut genug gekühlt ist. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Wir schauen uns das jetzt hier nochmal an. Wir hatten hier 10.500 Punkte und hier hatten wir 12.060 Punkte. Sprich, in der Theorie ist das unser bisher stärkstes System alleinig der Grafikkarte geschuldet. Aber wie gesagt, es hat leider trotzdem zu viele fatale Probleme, als dass ich dieses System empfehlen könnte. Mit einem anderen Netzteil wäre es vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber so kann ich das einfach nicht stehen lassen. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Wie immer bei dieser Serie gilt natürlich, schlagt mir doch selbst einfach gerne Systeme direkt vor oder auch im Zweifelsfall einfach nur Fertig-PC-Hersteller, deren System ihr hier gerne mal bewertet sehen wollen würdet. Vielleicht ist ja irgendwas mal dabei, was man tatsächlich empfehlen kann. In dem Fall weiß ich nicht genau, bei wem ich mich dafür beschweren soll, aber auf jeden Fall One.de, Computerbild, beiden keinen guten Job gemacht. Ja, ich hoffe, wir schaffen es in nächster Zeit noch irgendwen zu finden, der einen guten Job macht. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Fertig-PC-Hersteller vor uns. Irgendwas halbwegs Okayes wird, denke ich, schon noch in Zukunft dabei sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst mir doch noch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, um kein zukünftiges Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator. Bis dann und ciao.